natürlich doof. Das ist sehr doof. Ladegerät. Wo kann ich welche kaufen? Jetzt gerade wahrscheinlich nirgendwo. Aber gleich morgen früh kümmere ich mich darum. Schade, dass das nicht eher geht. Aber danke. Was ist mit Ihnen, Sylvie? Haben Sie keinen? Ich kenne das Problem, aber ich habe leider auch keinen. Ich habe ihn auf Malta vergessen. Dann können wir nur bis morgen warten. Warten Sie bei uns auf Ihr Essen? Danke, aber ich muss wieder nach oben. Bitte kommen Sie gleich wieder. Das Essen ist fast fertig. Gut. Ich kann bis morgen warten. Ich muss mir was einfallen lassen. Das haben wir bereits, denn hier war noch ein Punkt. Es war ein Stück Draht. Ich bräuchte ein kurzes Stück Draht. Wozu brauchen Sie es denn? Ich muss etwas aus meinem Laptop bekommen. Wie wäre es mit einer Haarnadel? Ich habe ein paar herumliegen. Oh, perfekt. Vielen Dank. Kein Problem. So, jetzt haben wir eine Haarnadel gekriegt. Ich gehe nach oben. Einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Bitte kommen Sie gleich wieder. Das Essen ist fast fertig. So, dann gehen wir wieder zurück im Hotel, denn hier haben wir jetzt eine Haarnadel. Die wir erstmal aufspalten in zwei. Dann gehen wir wieder zur Rezeption. Und auf unser Zimmer. Gehen wieder zum Schreibtisch. Machen uns die Lampe an, wo hier auch das Kabel liegt. Nehmen die kaputte Haarnadel und stecken sie einfach da rein. Schließen das Kabel an. Drehen die Lampe wieder um. Schalten sie ein. Man sieht da, die Antenne leuchtet. Jetzt klappen wir sie mal aus. So. Jetzt habe ich nur noch ein Stückchen weiter gespielt und ab dann ist blind, da sage ich aber dann nochmal direkt Bescheid. Jetzt können wir die Fotos übermitteln. Sie sind abgeschickt. Jetzt kümmern sich unsere Spezialisten um die Bilder. Hallo? FBI-Büro New York, was kann ich für Sie tun? Ruth? Noch bei der Arbeit? Hier ist Nicole. Ich habe eine Frage. Sehr witzig. In Paris. Ach, verstehe. Da kommen gerade ein paar Bilder aus Paris. Die sind von mir. Was soll ich damit tun? Gib sie Nick, er soll sie sich ansehen. Du hast heute kein Glück, er ist länger nicht da. Wie immer. Dann gib sie Fred und frag ihn, ob er sie mit dem Material über den Puppenspieler vergleichen kann. Macht ihn irgendwas Spezielles? Nein. Die Position und Befestigung der Leiche, der zerbrochene Spiegel, der Abdruck auf dem Glas. Er wird es schon wissen. Wann kommst du denn wieder? Bald, denke ich. Ich kann dir nicht viel tun. In Paris? Da kann man die ganze Nacht feiern. Wie geht's meinem Kätzchen? Alles perfekt. Pass auf meinen Kühlschrank nicht zu. Danke. Bis bald. Bis bald. Naja, in Paris kann man die ganze Nacht feiern. So, jetzt haben wir hier oben auch alles erledigt. Jetzt gehen wir wieder runter zur Rezeption. Unser Telefon klingelt. Inspektor Petit. Schön, Sie zu hören. Hat Ihnen der Polizist das Beweismittel gebracht? Ja, danke. Wir werden es analysieren. Wenn ich Sie noch darauf aufmerksam machen dürfte, dass... Vielleicht später. Die Polizei hat mich um einige Informationen gebeten. Ach ja? Es gab noch einen Mord. Wahrscheinlich derselbe Täter. Wo? Dann gehe ich dorthin, okay? Wie immer Sie wollen. Sie müssen aber selbst dorthin finden. Rue de Nouveau, 513. Gut, danke für den Anruf. Gute Nacht, Mademoiselle. Gute Nacht. So, jetzt müssen wir zum Tatort gelangen. Wofür wir allerdings ein Taxi brauchen. Da sehen wir hier, auf der Tischplatte liegt auf einmal was. Ab hier ist es übrigens blind. Das ist eine gute Idee. Miete mir ein Auto. Ab hier ist es wieder ahnungslos. Schauen wir uns das hier mal an. Werbung für Mietwagen. Vielleicht haben Sie einen interessanten Wagen. Steht da J und S? Ich glaube, es könnte glatt sein. Okay. Klingeln wir mal die Klingel. Ja, was kann ich für Sie tun? Tja, Pierre, Sie können mir ein Taxi rufen oder ähnliches. Ich kann nicht schlafen. Der
mit Jetlag. Sie wissen schon. Ich würde gerne ein bisschen spazieren. Was können Sie mir denn empfehlen? Um diese Uhrzeit den Place du Tertre. Oh, den Künstlerplatz. Eher ein Touristenplatz. Aber die Atmosphäre ist sehr schön. Für ein paar Euro bekommen Sie ein Porträt. Das ist Zeitverschwendung. Ich weiß nicht. Sie sind doch so schön. Die Maler werden sich um Sie reißen. Geben Sie ihnen eine Chance. Das war das letzte Gespräch, was ich geführt habe. Und jetzt... Das kenne ich auch noch nicht. Vielleicht sollte ich mir ein Auto mieten. Dann muss ich nicht immer Taxis rufen. Gehen Sie danach noch aus? Ich weiß noch nicht. Tagsüber haben Sie mit dem Auto keine Chance in der Stadt. Sie sollten die Metro nehmen oder den Bus. Aber um diese Uhrzeit sollte es doch gehen. Vorausgesetzt, Sie finden einen Parkplatz. Egal, ich brauche ein Auto. Oh, lala, es ist spät. Ich weiß nicht, ob wir eins für Sie finden. Dann eben morgen. Na gut, in Ordnung. Dann rufen Sie mir mal bitte ein Taxi. Würden Sie mir ein Taxi rufen? Sicher, aber was ist mit dem Abendessen? Können Sie es kalt stellen? Aufgewärmt schmeckt es aber nicht so gut. Tja, nun... Henri, hier ist Pierre Montagnac. Schick doch bitte ein Taxi zu meinem Hotel. Ja, gleich. Das Taxi kommt sofort. Sehr gut. Wunderbar. Machen wir mal Ende des Gesprächs. Danke, das war alles. Und ich werde jetzt übrigens so weit aufnehmen, wie es zeitlich jetzt passt, da ich nächste Woche nicht zum Aufnehmen kommen werde. Das heißt, ich werde versuchen, das Spiel jetzt durchzuspielen, beziehungsweise am Sonntag. Und dann alle Parts mal ausnahmsweise direkt hochladen, weil, wie gesagt, nächste Woche werde ich nicht dazu kommen, weil ich einem Freund helfen muss in seiner Wohnung. Und ja, verlassen wir jetzt mal das Hotel. Ohne meine Kamera gehe ich nirgendwo. Ah, jetzt habe ich die natürlich vergessen. Gehen wir wieder hoch. Daran habe ich jetzt natürlich nicht mehr gedacht. Auf zum Schreibtisch, Kamera nehmen. Und auf zur Rezeption. Ausgang. Und, Paris, 15. April 2008, 21.10 Uhr. Schon Polizeiautos, sind wir jetzt wohl am Tatort. Wer bist du denn? Hat sie ihn jetzt wirklich nicht gesehen? Naja, was haben wir denn jetzt hier? Nichts weiter, wie es scheint. Das heißt, gehen wir direkt mal zum Eingang. Schauen uns mal den Kinderwagen an. Ich brauche so ein Fortbewegungsmittel nicht. Schade. Was ist das hier? Fenster. Das Fenster ist schon halb geöffnet. Also wird es einfach. Was wird einfach? Durch das Fenster steige ich nicht ein. Wieso ein? Wir sind doch schon drin. Verstehe ich nicht. Klingeln wir mal. Für einen unangekündigten Besuch ist es jetzt schon zu spät. Na gut, dann gehen wir eben Ausgang nach oben. Oh, hier haben wir einen Polizeibeamten. Ist das nicht der von vorhin? Könnte glatt sein. Dienst. Sie durften nicht weg, wie? Dabei war ich schon fast draußen. Der Alte muss mich hassen. Da sind Sie nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Diese Kriminellen lassen uns immer am Wochenende arbeiten. Das war gerade ein bisschen gemein von Nicole. Der Alte muss mich hassen? Da sind Sie nicht allein? Okay. Naja. Was wissen Sie über das Opfer? Es ist ein Mädchen. Sie war Stamm von mir. Warum bringen sich die Männer nicht einfach gegenseitig um? Gibt es Beweismittel? Glauben Sie mir, der Inspektor war schockiert, als er gesehen hat, was Sie alles eingesammelt haben. Das denke ich mir. Aber jetzt interessiert mich dieser Mord. Dasselbe Vorgehen. Wie der Puppenspieler? Wem gehört diese Wohnung? Einem Jack Dupree. Ein Landsmann von ihm. Die Nachbarn haben einen Streit mitbekommen. Das ist interessant. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Da müssen Sie schon den Inspektor fragen, wenn er Zeit hat. Ist diese Besserwisserin hier? Schicken Sie sie rauf. Gut, Entschuldigung. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Da sind Sie nicht allein. Na klar, er hasst noch andere Polizeibeamte. Verstehe. Ich komme später wieder. Das war jetzt mein Fehler. Was haben wir denn hier? Schrank. Ein Schrank voller Müll. Naja, ich glaube, das Spray können wir dann noch später gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Werkzeugkasten. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Gut, aber jetzt noch nicht.
Dann gehen wir wohl mal direkt hinein. Inspektor wieder am Telefonieren. Warum haben sie die Leiche abgenommen? Reden wir direkt mal mit ihm. Der Verdächtige. Ich bin hier, Inspektor. Was tut eine wunderschöne Frau wie Sie hier? Sie sollten sich die schönen Seiten von Paris ansehen und nicht solche Löcher wie dieses. Danke für Ihr Mitgefühl, aber ich war schon auf dem Montmartre. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir schicken Ihnen alle Daten, die Sie brauchen. Jetzt bin ich schon hier. Also warum erzählen Sie mir nicht etwas über den Verdächtigen? Gut. Er ist Amerikaner. Sein Name ist Jack Dupree. Wie lange ist er schon hier? Ein paar Wochen. Passt auf Ihren Puppenspiel. Wir müssen die Daten überprüfen. Irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke? Ja, sie werden gerade verglichen. Ein Beweis. Und wer ist das Opfer? Jacqueline Laurent, auch Tänzerin. Diesmal vom Moulin Rouge. Den Haken und Seilen nachzuurteilen, wurde sie auch so präpariert? Er hat sie so über dem Boden aufgehängt, als würde sie gerade einen Grand Jeté machen. Da, wo der Blut fließt. Blut? Das klingt aber nicht nach dem Puppenspieler. Er hat seine Opfer immer ganz sauber positioniert. Oh, diesmal musste es vielleicht schneller gehen. Man denkt immer, diese Irren wären unfehlbar. Aber manchmal unterlaufen auch ihnen Fehler. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es einmal mitbekommen. Was ist mit der Puppe? Hat er eine Puppe zurückgelassen? Nein. Aber höchstwahrscheinlich hat ihn jemand überrascht. Aha, ich glaube mal nicht, dass es der Puppenspieler ist, sondern ein Trittbrettfahrer. Weil wenn hier Blut auf dem Boden ist und keine Puppe dabei ist, nee, dann stimmt irgendwas nicht. Zeuger. Haben Sie Zeugen? Ja, eine Frau, die hier wohnt. Hat sie den Mord gesehen? Nein, aber wir sind dem Täter ohnehin nicht auf der Spur. Kann ich bei der Vernehmung dabei sein? Wollen Sie wirklich mit uns in einem stickigen Zimmer sitzen? Ja, das will ich. Nun, wissen Sie, wir haben ihn noch nicht wirklich, aber das ist eine Sache von Stunden. Es ist sehr wichtig für uns. Wir müssen wissen, ob es der Puppenspieler ist oder nicht. Und das werden Sie auch erfahren. Wir quetschen ihn aus wie eine Zitrone. Okay. Anruf. Kann ich darauf zählen, dass Sie mich anrufen, wenn... Sie wissen schon? Ich versuche es. Aber wenn man so viel zu tun hat wie ich, kann man so etwas schon vergessen. Arschloch. Entschuldigung. Ich kann natürlich auch direkt mit Ihren Vorgesetzten sprechen. Aber das ist nicht ganz dasselbe, wie mit einem Kollegen zu sprechen, der vor Ort arbeitet. Ich gehe bald wieder zurück in die USA und will meinem Boss etwas liefern können. Er macht Ihnen das Leben wohl auch nicht leicht. Das sehe ich an Ihrer Eile und Hartnäckigkeit. Ja, Visitenkarte. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Immerhin sitzen wir beide gerade nicht gemütlich in einem Café. Ich hoffe, dass wir einmal Gelegenheit haben, uns besser kennenzulernen. Wir warten. Ja, beruflicher Kontakt stört die wahre Beziehung zwischen Menschen. Hier ist meine Karte. Die schickt aus. Oh ja, danke. Nächstes Mal. Mal sehen. Frankreich. Woran er mich so ein bisschen, so wenn ich das jetzt hier so sehe, erinnert, ist ein bisschen hier, wie heißt der, Columbo? So ein bisschen. So vom optischen her. Aus der Entfernung. Frankreich. Ich komme sicher einmal wieder zu Besuch. Ich liebe Frankreich. Mein Vater stammt von hier. Wirklich? Ah, deswegen auch der französische Nachname. Mein Vater kann stundenlang über die französische Küche und über Weine sprechen. Ich wusste, dass Ihr Sternzeichen nicht Hotdog. Ich wusste, dass Sie eine brillante Intuition haben. Vergessen Sie den Fall und gehen Sie in ein gutes Restaurant. Genießen Sie das Leben wie ein gutes Abendessen. Wie Sie sehen, erlebt nicht jeder den Hauptgang. Das stimmt. Das heißt, sie heißt nicht Nicole Bonnet, sondern Nicole Bonnet. Interessant. Erlaubnis. Kann ich mich umsehen? Das müssen Sie machen. Diesmal haben wir alles wirklich gründlich überprüft. Nein, das wollte ich damit nicht. Wir schicken Ihnen alle nötigen Informationen, aber bitte schnüffeln Sie hier nicht noch mehr herum. Wiedersehen. Lassen Sie mich wissen, wenn etwas passiert? Vergessen Sie den Fall. Das wird Ihnen gut tun. Ah, ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Visitenkarte bekommen. Michel Petit, Polizeiinspektor. Warum hat er auch eine 555-Nummer? Ich glaube nicht, dass in Frankreich 555-Nummern angebracht sind. Naja, egal. So, dann würde ich erstmal sagen, schauen wir uns mal den Schreibtisch an. Fassen Sie bitte nichts an. Seile mit Haken. Geht nicht. Geht wohl. Kiste. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Hm.
zu den Seilen mit